Unser Mund macht einige Probleme. Die Kopfhörer gesündere, stärkere Zähne. Stiftung Warentest. Rhabarber Erdbeergeschmack. Ja. Ich will keine Cola mehr trinken oder Cola Zero, denn ich weiß, es ist nicht das Gesündeste. Man sollte normales Wasser nehmen, aber ein bisschen Geschmack brauche ich noch. Ich brauche noch ein bisschen Umgewöhnung. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Endlich wieder mal LKW-Vlog. Wir sehen uns gleich vor der Kamera. Ich muss erstmal zum LKW fahren, Freunde. Also bis gleich. Oh, voll dunkel. Sowas Blödes aber auch hier. Ja, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Endlich wieder ein LKW-Video. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich wieder ein LKW-Video mache. Ihr wisst ja, ich war in England. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, sehr lohnenswerte 3 Videos. Wenn ihr Bock habt, schaut dort gerne nochmal rein. Der dritte Teil wird auf jeden Fall am Ende dieser Folge zum Schluss verlinkt sein. In der Endcard. Es war cool. Dazu kommt dann noch ein extra Video. Aber heute geht es nur darum, ja, heute mal wieder eine Schicht. Ich hatte ja Urlaub 2 Wochen. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bis mal wieder ein LKW-Video kommt zum Beispiel. Weil ich zu Hause gerade echt eine mega Baustelle habe. Die Straße wird neu gemacht. Es müssen Schächte gesetzt werden. Eine Drainage muss wieder gemacht werden auf der anderen Seite. Es muss andere, das muss alles neu angeschlossen werden. Und boah. Also ganz ehrlich, das raubt mir im Moment gerade jegliche Energie, weil es wirklich einfach eine finanzielle starke Belastung für mich ist und sehr viel, ja, man muss viel machen und dann viel selber machen und meinem Rücken geht sowieso so wenig. Habe immer Angst, dass ich mich da irgendwie dann noch mehr schade, als ich schon Probleme im Rücken habe. Ich habe jetzt mich beim Sport angemeldet. Wenn ihr wollt, dass ich das mal vlogge. Wenn ihr wollt, dass ich das vlogge, den Fortschritt zum Beispiel, denn nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, nimmt man ein paar Kilo zu, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das muss jetzt runter. Ich muss die Muskulatur an meinem Rücken ein bisschen stärken und so weiter und so fort. Wenn ihr Bock drauf habt, Hashtag Fitness in die Kommentare. Und dann können wir das auch ein extra Video von machen. Das ist kein Problem. Was werden wir in dieser Folge machen? Wir werden nachher auch rangieren auf dem Firmenhof. Wir haben einen neuen Mercedes bekommen, 2 Stück. Die zeige ich euch dann auch mal, wenn sie da stehen. Die haben eine ganz coole Sonnenblende oben, finde ich. Und dann die üblichen Vlogs halt. Mal gucken, was heute so alles passiert. Aber bevor wir loslegen mit Fahren, ich habe auch die Headkamera mit. Das heißt, wir machen ein bisschen Cockpitsicht auch, wenn es aber wieder hell ist, also morgen früh. Also auf jeden Fall dranbleiben. Bevor es losgeht, muss ich euch noch kurz was sagen. Die Firma Y-Food hat mich angeschrieben und hat gesagt, Hilfe, wir kriegen so viele E-Mails noch von deinen Zuschauern, die diesen Prozentgutschein einlösen wollen. Diese 10%, die es auf Y-Food gibt. Der war ja abgelaufen und jetzt haben sie gesagt, wer... würden gerne das mit deinen Zuschauern verlängern, denn es haben sich viele dafür interessiert und es sind viele Bestellungen eingegangen über meinen Rabattcode. Dafür möchte ich euch danken und ich hoffe, euch hat das Produkt so gefallen. Für die Leute, die nicht wissen, wovon ich rede hiervon. Das habe ich vorgestellt vor ein paar Videos und zwar ist das jetzt hier zum Beispiel, hat man mir zugeschickt, die neue Sorte, das ist Kaffee. Ja, und war ich am Anfang so ein bisschen, kalter Kaffee als Nahrungsergänzung, also quasi als Mahlzeitersatz, aber wirklich wieder sehr lecker. Muss ich mal Kompliment an euch da draußen geben, liebe Firma Y-Food, Kaffee ist auch sehr lecker. Es gibt jetzt 3 Geschmacksrichtungen, Vanille, Schokolade und Kaffee und hält so, bei mir so ungefähr 3 bis 5 Stunden, macht es mich satt. Ist also eine Ergänzung zu einer Mahlzeit, wenn es mal schnell geht, wenn man verschlafen hat oder wenn man morgens keinen Bock hat zu frühstücken. Und das schmeckt auch sehr süß, ersetzt auch eine Süßigkeit, finde ich irgendwie. Ist alles drin, reich an Proteinen, Omega-3, 26 Vitamine und Mineralstoffe ohne Zuckerzusatz und nach deutscher Forschung halt mit allen Inhaltsstoffen, die man vertreten kann. Will ich jetzt nicht alles vorlesen, Leute. Auf jeden Fall ist der Rabattcode wieder da, passend zur neuen Geschmacksrichtung. Wer hätte das gedacht? GTD10, wenn ihr bei Y-Food, ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung, einkaufen möchtet, im Warenkorb dann den Rabattgutschein eingeben, dann könnt ihr 10% sparen. Finde ich cool, dass sie das nochmal machen. Wie gesagt, ist das hier, Kaffee ist auch mit Koffein, ersetzt quasi eine große Tasse Kaffee. Also wer keinen Bock hat, morgens für sich einen Kaffee zu machen und auch noch satt werden möchte, quasi Frühstück auch noch mit dabei, kann ich die neue Geschmacksrichtung an den Tag legen. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, ich trinke es selber und es macht wirklich satt. Und das Coole ist, ja, es sind halt besten Zutaten
aus der deutschen Forschung und alles, was drin ist, steht hier alles wunderbar. Vanille kann ich empfehlen, schmeckt lecker. Schokolade schmeckt lecker und jetzt Kaffee ist auch cool. Also könnt ihr auch mal ruhig probieren. Also wenn ihr was bestellt, bestellt auf jeden Fall mal Kaffee mit. Weil hier sind 100 Milligramm Koffein drin. Und tja, habt ihr Kaffee, satt und so weiter und so fort. So, jetzt wollen wir LKW fahren. Dankeschön. Geht ihr die 10 in den Warenkorb bei den Herrschaften eintippen und dann könnt ihr wieder was sparen. So, und jetzt gehen wir LKW fahren. Los. So, da sind wir. Hier habe ich noch kurz was abgeheftet vorhin. Passend zur neuen Saison habe ich den Prototyp der neuen Shorts von meiner Kollektion an. Und jetzt wird es auch noch kälter draußen. Das läuft auf jeden Fall. Jo, Kühlschrank. Ach, übrigens, habe ich auch noch nicht erzählt. Mein Kühlschrank habe ich mir Scania-mäßig. Hier unten ist nochmal so ein Drehknüppel. Habe ich was reingemacht, so rein, und habe mir das abgeschlagen. Ist mir die Sicherung erstmal assad rausgeflogen. Aber das ist bei Scania eigentlich ganz cool, sehr schnell den Sicherungskasten zu finden. Aufklappen. Hier kann man optional noch einen Tisch reinkaufen. Ihr seht, hier habe ich noch den von der Sicherung den Stick. Zack. Zack. Und hier sind die ganzen Sicherungskasten. Und kann man jetzt ganz schlecht sehen. Warte mal, kann ich mal das Licht mal machen? Ja. Ach nee, Lichtbeutel ist ganz schlimm. Hier ganz unten, die war rausgeflogen. Aber kein Problem. Geht der ruckzuck hier. Ich werde übrigens, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, ich werde noch ein Video machen jetzt demnächst, mein Fazit. Ich fahre dieses Modell jetzt ja über ein Jahr und wir hatten ja ganz am Anfang, für die, die ganz lange auf meinem Kanal sind, hatte ich ja mal den Green Truck Edition getestet, das wisst ihr. Und jetzt fahre ich ja den jetzt hier fest, den Green Truck hatte ich ja damals eine Woche, so wie die neue Generation Scania, das wisst ihr ja auch. Und den fahre ich jetzt ein Jahr komplett. Alleine. Und dazu möchte ich euch mal in einem Video mein Fazit über den Scania machen. Und zwar, ist der Hype berechtigt? Ist es ein tolles toller LKW? Entschuldigung, ich sage immer Auto, weil unter LKW fahren sagen wir, warum auch immer, Autos statt LKWs. Ich weiß es nicht. So, ach hier, guck mal. Ja, hier, da habe ich, das muss ich noch wegschmeißen. Ich mache das in meinem Fußraum. Seht ihr, da habe ich auch schon wieder. Also ich erzähle euch keinen Bullshit, ich trinke das Zeug wirklich. Guck, mein Poppy. Aber wenn es mir nicht glaubt, hier. Leer. Hier. Habe ich mir mal gegönnt. Für die Leute, die Jüngeren vielleicht, die nicht wissen, was das ist. Das kann man normalerweise hier oben hin machen. Das leuchtet dann halt schön. Ich muss das jetzt aber abmachen. Ich habe es mir hier oben drauf gemacht. Ich habe ja keinen Tisch. Aber ich musste an den Sicherungskasten kommen. Und das ist ein Duftspender sozusagen. Wenn der aus ist, dass er es weiß. Und ich habe mir damals von anderen Fahrern sagen lassen, die kaufen den immer, weil der besser leuchtet. Und dann füllen sie die anderen Sorten in den weißen rein. Das ist hier, ich glaube, Duftrichtung Jasmin, glaube ich. Und ich werde mir, wenn der leer ist, werde ich mir, wie weit ist er denn? Oh, hier sieht es. Oh, ist ja fast leer. Holy shit, ich muss mir einen neuen bestellen. Und zwar die originalen. Und Leute, ich habe es mir sagen lassen, Falco hat es mir erzählt, da gibt es welche, die sind gefälscht von diesen Poppies. Ja, es muss oben drüber stehen Grace Made. Dann sind es die Originalen. Ihr könnt ja mal gucken bei eBay oder was weiß ich oder so. Tippt einfach mal Poppy ein, hier. Ja, und dann seht ihr, dass es welche gibt, die nicht Grace Made oben drüber stehen. Die, wo nicht Grace Made steht, das sind die gefälschten und die duften gar nicht. Die hier duften richtig. Also, und das hier ist zustande, weil meine Aushilfe, der gefahren ist, der hat mir das ganze Poppy hat er eingewickelt, weil er mochte den Geruch halt nicht. Und ich ihm gesagt habe, Digi, warum drehst du nicht einfach zu? Ja, kannst doch zudrehen. So, jetzt ist das zu. Da brauchst du auch nicht hier das Ding umwickeln. Da hat er hier die Dinger hier genommen. Pass auf. Die Teile hier. Und hat mir das mit komplett eingewickelt, mit Tesa zugemacht hin und her, luftdicht verschlossen. So, hier ist das bekannte Logo, Leute. Und bam. Sehr schön. So, ich packe jetzt erstmal alles aus. Kühlschrank habe ich angemacht. Hier stehen wir jetzt schon auf Arbeitszeit. Hallo, Arbeitszeit. Arbeitszeit. Da, jetzt wird es scharf. Oh, das ist das Problem an dieser Kamera. Ey, ich hasse das. So. Die Dashcam. Wichtig. Können wir gucken hier? Oh, ey, das ist die immer nicht. Die mit ihrem Autofokus, das ist so katastrophal. Ich nehme auch bald eine. Ich stelle sie bald auf manuell. Ich muss mal gucken, wie es am besten geht. Das geile TomTom. Ja, sehr gut. So, und jetzt gucken wir mal. Taschenlampe.
Jetzt machen wir eine Abfahrtskontrolle. Ich will dann aber nicht so laut sein, weil da drüben einer steht und pennt. So. Die Schuhe lasse ich jetzt immer draußen. Da ist alles cool. Reifen mal. Okay. So, hier brauche ich nicht drauf gucken, der ist leer. Oh! Was haben wir denn da? Gut. Gucken, ob ich noch eine Birne habe, ansonsten schreibe ich einen Mängelbericht, dann wird das gewechselt. Oder ich hole mir, weil das Problem ist, bevor jetzt einer sagt, kann er nicht mal eine Birne oder ein Leuchtmittel wechseln? Doch, kann ich. Das Problem ist, unsere Werkstatt ist noch nicht besetzt, wenn ich auf dem Firmengelände bin. Da sind die im Büro und in der Werkstatt noch nicht da für Ersatzbirnen und so. Und ich hole mir dann immer Ersatzbirnen, wenn die monatliche Kontrolle ist. Und der wurde jetzt erst kontrolliert, deswegen ist das aber kein Problem. Der wird ja dann durchgetauscht und sobald er auf dem Firmengelände ist und ich habe einen Mängelbericht geschrieben, dann wird das alles schon gewechselt. So. Leuchtet alles. Sehr gut. Jetzt bin ich mit Außenschuhen hier rausgelaufen. So. Okay. Jetzt fahren wir eine Runde und wir sehen uns dann in Bad Hersfeld. Und ich bin jetzt ein bisschen früher unterwegs, weil ich werde mich jetzt schlafen legen dann da unten. Hat folgende Bewandtnis, immer wenn ich am Wochenanfang komme ich immer sehr schlecht in die Nachtschicht. Ich fange ja spät abends an, kurz vor Mitternacht. Und ja, dann ist man schon ab vormittags oder ab mittags wach. Ja, und wenn dann die Arbeit losgeht, dann wird man müde. Und dann mache ich das meistens so, ich fahre eine Stunde oder so früher los und lege mich dann beim ersten Kunden eine Runde schlafen und dann bin ich fit für die Nachtschicht. Das ist so mein Geheimrezept. Ne? Okay, wir sehen uns gleich in Bad Hersfeld. Ja, oh, mal tanken, ne? Eine Seite habe ich schon. Andere Seite machen wir noch. Jo. Und hier ist ja mal ganz geil. Pappe. Jo. Wow. Na, juckt einem hier jemand irgendwie der Hafer? Hier ist mittlerweile auch Parkplatzmangel. Es geht die ganze Industriegebiet lang. Die Kollegen wissen auch nicht mehr, wo sie hinstellen sollen. Das war früher mal ein Geheimtipp hier und jetzt ist alles voll. Guck, da kreist auch einer.
Ah ne, die Sattel nach oben. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ganz oben. Na, kann man ganz schlecht erkennen. Ah, krass. So, was haben wir denn hier? Andere Seite habe ich schon voll. Insgesamt, ich habe relativ kleine Tanks. Fassungsvermögen auf beiden Seiten, also insgesamt dann waren 900 Liter. Und hier hast du AdBlue, das kennt ihr jetzt mittlerweile im Pkw-Bereich ja auch. Das kommt auch noch gleich dazu. Das hätten wir hier. Liegt derzeit der Preis 59,8 Cent. Was ist denn hier los, Alter? Das ist natürlich besonders toll für die Kollegen, die hier pennen, Alter, wenn sie im Industriegebiet hier wie die Geisteskranken durch die Gegend schießen. Toll. Ja gut, die meisten denken halt da nicht dran, ne? Bevor ich LKW-Fahrer war, habe ich mich damit auch nicht beschäftigt, das darf man immer nicht vergessen, ne? So, schnell. Da müssen wir noch einmal rüber gehen zum Terminal AdBlue freischalten. So, tanken. AdBlue. Wir sind da hinten. Geheimzahl. Lalalalala. 152,216. 152.216 Kilometer habe ich diesen LKW schon gefahren. Geil, oder? Na gut, 1000 Kilometer runter. Fahrer-ID. Tanken. So. So, vielleicht soll ich meine Decke. Hallo? Da ist, glaube ich, so ein mir sagte das mal einer, dass da so ein Magnetventil drin ist. Da muss man mal. Schwache Hörbrust oder was? Hör mal. Ja. Mein Vertretungsfahrer, der den Deckel hier zugemacht hat. Ein paar Muckis. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes.
Ja, jetzt ist mir meine Head-Kamera, die Halterung kaputt gebrochen. Super. Ich wollte euch nämlich so eine schöne Ego-Perspektiven-Fahrt präsentieren. Muss ich mir eine neue kaufen? Toll. Zeig euch das gleich. Aber jetzt sind wir kurz vor der Firma und tauschen den Auflieger. Mal gucken hier. Und hier will ich auch ganz schnell wieder weg sein, weil hier beginnt gleich Rush Hour. Das ist hier die Ecke echt ätzend. Boah, ey, ihr müsst mal, wenn ihr Netflix habt, dann müsst ihr mal die Reportage gucken von dem DJ Avicii. Den haben sie da filmerisch da begleitet, also noch bis vor seinem Tod. Also wie der sich systematisch kaputt gearbeitet hat, das ist, boah, widerlich zu sehen, ey. Gebt euch die Doku mal. Nur mal so am Rande. Ich wollte dann immer, wenn ich die Headkamera habe, nebenbei halt ein bisschen was erzählen. Und das hattet ihr ja in der letzten Ego-Perspektiven-Video, hattet ihr ja das vorgeschlagen, dass ich da ein bisschen was erzählen soll. Und dementsprechend könntet ihr in den Kommentarbereich, ich schreibe unten, mache ich einen Kommentar, den pinne ich oben an, hier eure Talk-Themen oder sowas. Und dann könnt ihr ja in den Kommentar bitte einen Vorschlag reinhauen, über was ich sprechen soll, und dann kann ich das in der nächsten Ego-Perspektiven-Video oder in dem nächsten Ego-Perspektiven-Video erzählen. Also quasi habt ihr dann den Themenvorschlag. Einfach unten in den Kommentarbereich gucken. Ach, hier ist ja offen. Ich denke, die Tür ist kaputt. Hä? Okay. So. Sind einer der neuen Actrosse da? Nee. Stralis, das ist der alte Actros. Ach doch, da hinten sind neue. Die alten haben keine lackierten Seitenspiegel von uns. Aua. Wir kriegen den Auflieger. Super, ja. Das sind die alten Modelle, ohne Sonnenblende, also quasi nackt. Warte mal, wo soll ich denn hier zwischen? Hier? Ja. Das ist knapp. Da hinten ist die neuen mit lackiert etc. Aber jetzt muss ich euch mal weglegen, weil sehr eng. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can. So, guck mal, ich zoome mal ran. Links alte Modell. Rechts neue. Seht ihr auch oben da die Sonnenblende? Da oben. Und lackierte Außenspiegel. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Auch die höhere Version, weil guckt mal das Dach oben an. Rechts ist höher als links, seht ihr das? Nice. So, Kollege fährt weg. Der beginnt wohl gerade seine Schicht. Oh ja, Lichtverhältnisse. So, ich werde jetzt mal ganz schnell meine Fahrkarte auslesen. Und dann geht's auf dem Heimweg. Ja, ich melde mich aus dem Auto wieder. Ist halt scheiße gelaufen, weil die Kamera ist hier. Könnt ihr hier gucken. Warte mal, ich muss mal gucken, ob man das sieht. Da sieht man es jetzt, da oben. Oberhalb des Silbernen. Mann, mach doch mal scharf, du Dreckskamera. Das gibt's doch gar nicht. Oberhalb des Silbernen, da ist gebrochen.
Dementsprechend kriege ich sie nicht mehr festgestellt. Hier, die rutscht, ist so schwabbelig. Und ich kriege den auch nicht mehr rausgedreht, weil er dreht sich hier mit. Weil da ist gebrochen, seht das? Ich melde mich aus dem Auto wieder, dann wiederholen wir das. So, Ruhe, geh mal. So Leute, es tut mir so unheimlich leid, dass ich wegen Licht, dass ich euch nicht die Ego-Perspektive zeigen konnte. Aber ihr könnt jetzt hier oben abstimmen. Soll ich erstmal den Brust-Ego-Dingen dran machen, bis ich mir neues Teil für den Kopf da bestellt habe, oder wollt ihr warten? Weil das für die Brust, hattet ihr damals mal abgestimmt, dass ihr lieber die Kopfansicht haben wollt, anstatt die Brustperspektive. Aber dann würde ich morgen gleich noch schnell ein Video drehen mit der Brustperspektive und mir dann erstmal für dieses andere Teil wieder neu bestellen, weil es ja jetzt halt kaputt ist. Ärgert mich ein bisschen, weil es sollte eigentlich noch cooler Effekt jetzt hier noch so mit reinkommen. Gut, jetzt haue ich das Video jetzt mal so raus. Denke mal, mit Faszien und so ist es auch okay. Dann eine andere Geschichte, weil einige haben mich angeschrieben, wann kommt denn jetzt eigentlich wieder Highlights von der Autobahn, wenn ich genug Material zusammen habe. Also bei mir ist im Moment von der Kamera nicht viel passiert. Einige Einsendungen habe ich bekommen, auch Sachen, wo ich wieder sage, Junge, Junge, Junge. Aber es fehlen noch ein paar. Und ich habe viele ausgesiebt, die halt einfach nicht in Frage kommen. Entweder weil man da einen Unfall richtig sieht und so ganzen Kram. Klar, würde Klicks geben und so, aber da verkaufe ich mich nicht. Das kommt dann einfach nicht. Ich möchte spannende, geile Clips haben. Wenn ihr die habt, sendet mir die ein. Und in der Videobeschreibung ist ein Link zu wetransfer.com. Dort einfach eure Datei zu mir senden. Bitte die Datei in euren Namen umbenennen, damit ich euch in ein Video einblenden kann. Und dort könnt ihr 2 GB kostenlos ohne Anmeldung an gtd@anfrage.web.de. Habe ich richtig gesagt? gtd@anfrage.web.de. gtd@anfrage.web.de. Genau. Dort bei WeTransfer dann die Empfänger-E-Mail, also meine, dann eintragen. Ja. Und mit ein bisschen Glück seid ihr im Video. Also, ich warte noch auf Einsendungen, bevor die nächste Highlights von der Autobahn kommt. Ich mache mir da keinen Stress. Ich mache mir da jetzt sowieso bei YouTube-mäßig weniger Stress, sage ich euch ganz ehrlich. Der Grund ist, ich habe vorher richtig immer reingeklotzt, 2 Videos die Woche, und weil es ja auch mein Nebenjob ist, aber bei YouTube ist im Moment der CPM-Wert so dermaßen in den Keller gegangen. Schlimmer als im Januar bei mir. Und bei anderen habe ich das auch gesehen. Da werden jetzt wieder sagen, ja, willst du ja nur, natürlich will ich mit meiner Arbeit Geld verdienen, Leute. Das nur mal, ich verstehe immer nicht, wenn Leute mal schreiben, bla bla. Normal müsste ich 5-6 Werbung schalten bei meiner Klickgröße von Videos, damit sich das überhaupt lohnt. Ich will euch ein Beispiel nennen. England Vlog, 2. Teil, waren 20 Euro Einnahmen, brutto. Da gehen dann noch Steuern runter, Leute. Ja, aber das hat ja Spaß gemacht, das Video. Und das Video war ja ein Crowdfunding-Projekt, und dementsprechend habe ich da jetzt nicht so viel großen Wert drauf gelegt. Aber jetzt nur mal so am Rande jetzt mal gesehen. Deswegen mache ich dann, haue ich dann, was ich, ein Video die Woche oder so raus. Wenn das dann auch ein gutes Video ist, etc. Und dann verzichte ich auf 30 Euro oder was weiß ich, keine Ahnung. Dafür streame ich ja im Gaming-Bereich. Und das ist alles eine Mischung. Also im Moment ist YouTube gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen hauen auch, also außer diese Trend-YouTuber, die hauen natürlich regelmäßig raus, ist ganz klar, weil die 300.000 Aufrufe machen, auch wenn sie nur einkaufen gehen. Aber alle anderen YouTuber sind ein bisschen hart getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich auch. Weil wenn man überhaupt keinen Lohn mehr für seine Arbeit bekommt, es ist ein Hobby und es ist ein Nebenjob, da gebe ich euch ja recht. Und es geht auch nicht darum, dass ich da dicke Kohle damit verdiene. Mein Hauptjob ist ja noch das LKW-Fahren selbst. Und aber mal ganz im Ernst, ey, für einen CPM-Wert, ich gebe mal Beispiel, der war letztes Jahr zum normalen Monat, lag er etwas bei 4 Euro und, also fast 5 Euro bei mir. Und jetzt ist er mittlerweile wie bei anderen auch bei 2 Euro irgendwas. Also voll die Hälfte auch noch. Und dann, ich sehe es auch nicht ein, dass ich euch dann hier mit Werbung zupflastere. Damit ich das ausgleiche, muss man sich mal überlegen, müsste ich ja 6-7 Werbung knallen. Und nee, da würde ich von euch hardcore in den Arschtritt bekommen. Ihr werdet richtig sauer, weil ihr es halt nicht verstehen würdet, ist ganz klar. Und ich hätte da auch keinen Bock, 7 Werbung in 15 Minuten Videos zu sehen. Dann gebe ich euch vollkommen recht. Und dementsprechend
Ja, mal beobachte ich die ganze Geschichte jetzt weiter. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum YouTube jetzt diese neuen Richtlinien eingeführt hat, dass man so und so viel Aufrufzahlen erst haben muss, bis man überhaupt AdSense-Konto aktivieren kann und Werbung schalten kann und so einen ganzen Kram. Naja, also ich kann da gerne mal ein eigenes Video zu machen, wenn ihr mal wissen wollt, was sich bei mir verändert hat durch YouTube, was das mit den Einnahmen auf sich hat und Produktplatzierung und was weiß ich, wo alle mal drüber meckern, aber Hand of Blood hat das mal so schön getwittert. Wer Hand of Blood nicht kennt, ist einer der beliebtesten und größten Gamer und Streamer, die wir in Deutschland haben. Und der hat das mal gut getwittert. Ich verstehe gar nicht, warum viele YouTuber immer ihre Werbung verstecken und so tun, als wenn es keine Produktplatzierung ist. Ich mache es auch nicht. Klar gibt es immer da Stimmen, die da immer gegen meckern, aber es sind auch Leute, die einfach nicht verstehen, dass man damit Geld verdienen kann. Und im Gegensatz zu einem YouTube-Video, was weiß ich, hast du, wenn du eine richtig gute Produktplatzierung erwischt hast, dann hast du da die Einnahmen von 20 YouTube-Videos raus. Und mal ganz im Ernst, wer würde dann darauf verzichten, wenn es vertretbarer ist, vertretbarer Content. Ja, gut, ich rede schon wieder viel zu viel. Okay, also stimmt mal, ich hoffe, ihr habt abgestimmt, ne? Brust, wollen wir da ein Video noch machen, schnell, dann hau ich das zum Wochenende noch raus. Ihr entscheidet. Also, bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut, tschüss.